Mein bisheriges Liebesleben ist non-existent. Also es gibt da kein Liebesleben. Und ich bin seit 1997 Single. Lieber Unbekannter, ich würde dich nur bitten, diese Maske anzuziehen und dich auf deine Sinne zu verlassen. Der wichtigste Sinn für mich ist Hören, weil Kommunikation grundsätzlich das A und O ist in einer Beziehung. Ist da jemand? Ja. So eine Art von Date hatte ich noch nie. Warte mal, darf ich mal kurz antasten? Ja. Ah, das ist deine Hand. War eine mega geile Idee. Hi, ja. Ich bin die Celine. Freut mich wirklich sehr, dich kennenzulernen. Gleichfalls, ich bin der Sebastian. Die Stimme hat mir sehr gut gefallen. Ich dachte, okay, ja, macht Lust auf mehr. Was macht einen Menschen für dich zum Beispiel attraktiv? Wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben? Sagt dir Pullach was? Die Frau war definitiv vorbereitet. Und da war schon, okay, gut, was ist, wenn sie jetzt gar nicht meinem Typ entspricht? 2 und 3. Hi. Hi. Freut mich. Ja, gleichfalls. Wow, jetzt bin ich aber echt erstmal, muss ich schon ganz kurz dich angucken, begutachten. Ja, ist ein hübscher Kerl, ne? Krass. Ja, kann ich nur zurückgeben. Definitiv auch ein sehr sexy Ausschnitt, ja, das Kleid war... Mobilisches. Freut mich, mit dir die Reise antreten zu dürfen. Dann nimmst du mir das ja schon vorweg. Ja. Ja, warum denn nicht? Also, ne, natürlich bist du der Bachelor, aber ich muss mich ja auch irgendwo für dich entscheiden. Das, ne? Du hast vollkommen recht. Hat mir gefallen, hat mir auch sehr imponiert, muss ich sagen. Deswegen möchtest du diese Hose annehmen? Würde ich gerne annehmen, ja? Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Behalt mich in Erinnerung. Mach ich. Ich will nicht nur Gruppendates, ich will dich auch alleine treffen. Das muss man hier schon mal von Anfang an klarstellen. Ich freue mich. Ich mich auch. Ja? Ja. Okay. Sehr schön. Dann also, bis dann. Bis dann. Ciao. Yeah, 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 yeah. If we can see what's coming. Die nächste Frau, die sollte mich jetzt einfach mal wieder so ab der ersten Sekunde ein bisschen catchen. Ich bin offen und ich denke, dass ich auch mein Herz öffnen kann. Hallo. Hi. Ja, leck mich am Arsch. Hey, ich bin der Dennis. Hi. Hi, ich bin die Katja. Hi, hallo. Katja, freut mich sehr. Also die hat mich mal geflasht, muss ich sagen. Das sieht ja sehr gut aus hier. Ja, wir machen jetzt nicht nur die Umgebung. Danke. Ich muss mich schon sehr, sehr konzentrieren. Ich glaube, man hat mir auch recht schnell angemerkt, dass es mich diesmal so ein bisschen aus dem Konzept wirft. Mensch, ich muss jetzt gerade ganz kurz noch mal fragen. Ja, klar. Du hast mich bei der ersten Begegnung jetzt wirklich gerade schon so geflasht. Ich hab den Namen gerade noch mal. Ich heiße eigentlich Katharina, aber meine Freunde und Familie nennen mich Katja. Als ich ihr dann so das erste Mal in die Augen geguckt habe, dachte ich mir, hey, wer ist das denn? Es war einfach gerade eine unglaublich geile Atmosphäre und ein schönes Gefühl. Ich würde dich sehr, sehr gerne, Katja, mit nach Südafrika nehmen. Was? Nach Kapstadt, um genau zu sein. Geil, geil. Ja, mega spannende Frau. Von der möchte ich unbedingt mehr erfahren. Was ist besser als ein Bachelor? Na, 2 Bachelor. Schaut jetzt schon die nächste Folge auf RTL Plus. Ihr wollt nichts rund um die Bachelors verpassen? Dann abonniert jetzt den Kanal. Und für weitere Einblicke in die Rosenreise, klickt hier.